wenn man Bildungsmaterialien erstellt, also OER, dann ist man ja darauf angewiesen, das Urheberrecht zu beachten. Und idealerweise gibt man das auch noch selber an, unter welche Lizenz man selber dann Inhalte erstellt und solche Sachen. Und H5P bietet da ein paar schicke Sachen, die das Ganze unterstützen. Da gucken wir einfach mal kurz drauf. Das ist jetzt ein Inhaltstyp und was ihr hier unten seht, ist ein kleiner Knopf, der heißt Rights of Use. Und wenn ich da drauf klicke, dann bekommt ihr angezeigt, erstens, also das sind die Informationen zu diesem Inhalt selber, ne? Titel war Falschaufgabe, unregelmäßige englische Verben. Und darunter stehen noch die ganzen Angaben für das Bild, das da drin ist. Also kriege ich tatsächlich aufgelistet. Das heißt, ich habe einen Überblick, was ist denn da drin und weiß im Prinzip gleich, okay, das ist da drin, das kann ich damit machen, den muss ich vielleicht erwähnen. So ist das kombiniert. Das ist der Vorteil. Und das kann man halt bei den H5P-Inhalten angeben. Und da springe ich einfach mal rein in den Editor. So sieht das Ganze hier aus. Und es gibt da verschiedene, an vielen Stellen diese Metadatenknöpfe. Also hier steht eben, das ist Title, Metadata, für den kompletten Inhalt. Na, das ist jetzt meine Aufgabe, die ich erstellt habe. Diese war Falschaufgabe. Und wenn ich da drauf klicke, dann habe ich hier die ganzen Informationen, die es da so gibt. Also hier ist der Titel, den ich eintragen muss. Hier kann ich die Lizenz eintragen. Ich kann noch angeben, von welchem Jahr ist das denn, wann hört vielleicht das Urheberrecht auf zu existieren oder sowas. Ich kann die Quelle mit angeben, da könnte ich jetzt noch eintragen, wo, ja, was als Quelle angegeben sein soll, wenn ich das wollte. Es gibt natürlich, angenommen, ich habe hier irgendwie CC0, gibt es das nicht, aber sagen wir, ich hätte CC BY, dann gibt es natürlich verschiedene Lizenzversionen, die ich mir dann aussuchen kann, sagen wir aus irgendeinem Grund die 2.5er, ich weiß gar nicht, was da so speziell ist, aber es soll jetzt doch die 2.5er sein. Ich kann mich als Autor angeben, ich kann auch noch verschiedene Rollen angeben, ob ich vielleicht nur ein Editor bin, das nur bearbeitet habe, ob ich der Lizenzinhaber bin und die weitergebe, ob ich nur der Ursprung bin, ich weiß nicht genau, was der Ursprung ist. Aber damit ist letztlich dann auch alles abgedeckt. Es gibt hier unten ein Changelog, das kann ja wichtig sein, wenn man Inhalte verändert, dann also maßgeblich verändert, da muss man ja zum Beispiel sagen, ich habe das Bild in der und der Form beschnitten, speziell dann, wenn es einen anderen Sinnzusammenhang geben kann, also wenn das den Sinn entstellt, den das Bild hatte, dann kann ich jetzt hier noch eine Änderung dazu fügen. Also ich kann hier sagen, zum Beispiel, was weiß ich, 29. Juli um die und die Uhrzeit habe ich irgendwas gemacht durch mich. Ich müsste noch reinschreiben, was ich gemacht habe, was, logge die Veränderung und die ist dann hier halt auch mit drin. Gucken wir uns gleich an, wie das angezeigt wird. Ich habe noch die Möglichkeit, so Lizenz-Extras einzugeben, also irgendwas, was vielleicht durch die fest vorgegebenen Felder nicht mit abgedeckt wird. Das ist dann damit drin. Und, kann ich auch nochmal, damit wir es gleich sehen, tragen wir mal extra ein. Und es gibt sogar noch zusätzliche Informationen, die sind aber eher für die Autoren selber gedacht, also vielleicht didaktische Hinweise, wenn man sagen kann, in welchem Szenario das eingesetzt wurde, also wenn man noch was Zusätzliches liefern will. Das taucht natürlich nicht bei den Urheberrechtsinformationen auf, aber das kann ja ganz sinnvoll sein für Leute, die das weiter benutzen. Also das kann man auch noch mit angeben. Und dann speichert man das. Und man hat eben nicht nur hier diesen Metadatenknopf, sondern wenn wir jetzt zu dem Bild zum Beispiel gehen, kann ich hier auch die ganzen Metadaten für das Bild mit angeben. Wenn man später Texte hat, kann man das machen, die man recycelt. Für Videos, klar, überall, wo ihr diese Medien habt, da könnt ihr auch die Metadaten mit dranhängen und H5P speichert das dann gebündelt. Und ich klicke einfach mal auf Speichern und dann sehen wir auch, was dann passiert. Ich gehe wieder auf dieses Rights of Use und jetzt seht ihr, hier stehen es halt noch Lizenz-Extras, das ist das, was ich extra eingegeben habe. Also wenn irgendwas gibt, was ihr noch angeben wollt, was zusätzlich ist, kann das da mit rein. Das Changelog ist da, ne? Also was ich geändert habe, steht dann auch mit drin. Also da unterstützt euch H5P wirklich beim Erstellen von Inhalten, damit ihr die, die Angaben wirklich schön und vernünftig machen könnt.